Herzlich willkommen zum heutigen Stadtgespräch hier aus der Motorworld Böblingen-Sindelfingen. Wir wollen Sie heute informieren über die Herrenberger Herbstschau und haben dazu zu Gast die Claudia Gack vom Gewerbeverein. Claudia, herzlich willkommen. Vielen Dank. Du bist aber nicht bloß im Gewerbeverein tätig, sondern auch hauptamtlich, in Anführungszeichen, hauptamtlich oder federführend, so ist es besser gesagt, zuständig für die Organisation der Herbstschau. Das ist die 44. dieses Jahr. Hat es ein bisschen mit der Schnapszahl zu tun, dass es relativ lang gedauert hat, bis klar war, dass es die 44. geben wird? Also zunächst natürlich, die Herbstschau ist mein Baby jetzt schon seit 10 Jahren. Die 44, dass die uns Steine in den Weg legt, hoffe ich mal nicht. Es lag daran, wir haben in der Organisation statt März, April erst im Mai, Juni anfangen können, da wir doch in Herrenberg auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite doch etwas Schwierigkeiten mit dem Bau vom Seeländer haben. Und da das genau in die Zeit reinfällt, konnten wir lange nicht abschätzen, ob wir wie gewohnt mit der Herbstschau an den Start gehen, weil uns einfach ganz viele Parkplätze fehlen werden. Das Seeländer, kurz notiert, kurz informiert für Zuschauer, die nicht alle jetzt heute aus Herrenberg zuschalten. Das ist ein neues Einkaufszentrum, das geplant ist, das dieser Tage dann auch Baubeginn hat. Das ein bisschen, glaube ich, auch Wohnen mitbringt, vor allem auch ein Stück weit Rathaus, ein Stück weit Markt, Parkplätze mit sich bringt. Und das wird dieser Tage in der Tat direkt neben dem Gelände der Gewerbeschau, der Herbstschau, gebaut, der Spatenstich. Ist aus meiner, vielleicht auch aus anderer Sicht draus, quasi um die Veranstaltung kurz vorher drumherum platziert. Wie geht es dir da? Wäre das nicht machbar gewesen, dass man den vielleicht noch ein paar Tage später tut oder viel früher? Das liegt nicht in meiner Verantwortung. Okay. Ich bin heute froh und glücklich über die Lösung, die wir finden durften mit der Stadtverwaltung. Wir haben da eine wunderbare Unterstützung und gemeinsam haben wir jetzt alternativ Parkplätze gefunden beim alten IBM-Gelände, wo es einen guten Shuttle-Service gibt. Und auf dem Seeländer passt zu uns. Die Herbstschau ist Treffpunkt Vielfalt und ich glaube, Seeländer steht auch unter der Überschrift Treffpunkt Vielfalt mit Wohnraum, Geschäften und Verwaltung. Zu dem Shuttle-Service, den gab es ja die letzten Jahre auch immer in irgendeiner Form, ist da jetzt nochmal deutlich ausgebaut worden. Vielleicht die Frage, du sagst IBM-Gelände, das ist im Moment, glaube ich, so, dass das IBM-Gelände ein freies Gelände ist und die Polizei da noch nicht drauf. Also man hat viel Parkraum vermutlich zur Verfügung. Nein, oder? Das leider nicht. Dennoch haben wir 300 Parkplätze zugesichert, aber das Land und die Polizei fangen jetzt aktuell auch an zu bauen. Ja, den Shuttle gab es schon immer. Wir gucken ja auch gerne etwas über den Tellerrand hinaus und es war klar, wir werden irgendwann ein Parkplatzproblem bekommen und haben natürlich dadurch, dass wir 150 Aussteller, Minimum eher 160 sind, schon immer mit dem Parken etwas Probleme und somit gibt es den Shuttle aus den Teilgemeinden und auch seit letztes Jahr innerorts und jetzt auch jeden Tag für Besucher zum IBM-Gelände. Die Veranstaltung steht bevor, wir haben es gerade gesagt, 2018. Was sind so die Highlights, die da sind? Oder vielleicht andersrum gefragt, gibt es Dinge, die du auch jetzt aus den Gründen, die gerade benannt sind, weglassen musstest, anders machen musstest? Also neben dem Parkplatzproblem kam dann noch der Brandschutz, der ja auch in aller Munde ist. Das gab in der Tat einige Veränderungen im Außenbereich, dass wir nicht mehr so aufbauen können wie bislang. Aber auch hier haben wir gute Lösungen gefunden, mussten im Prinzip auf nichts verzichten. Ich spüre eine gute Stimmung unter den Ausstellern, unsere Philosophie, den roten Faden zu behalten und Nuancen und Facetten zu schleifen. Ich glaube, das gelingt und es wird wieder eine bunte, runde Sache werden. Kannst du das Gelände für diejenigen, die vielleicht neu hinkommen wollen, mal beschreiben? Das handelt sich ja um eine Halle bzw. zwei Hallen. Wie sieht das Veranstaltungsgelände so aus? Wo spielt was? Ich finde das Veranstaltungsgelände sehr vielfältig, dadurch, dass wir nicht nur Zelte haben. Wir haben die Stadthalle, wir haben die Mehrzweckhalle, den ganzen Außenbereich bespielt. Wir haben den Funpark in der Viehversteigerungshalle, den Bauernmarkt. Also es wird bunt. Und auch in der alten Turnhalle werden wir in diesem Jahr wunderbare Vorträge haben. Also rundum wieder eine runde Sache, rentiert sich auch mal einen Blick auf die Homepage zu werfen. Da findet man auch viele tolle Informationen. Okay. Kann man denn eine Zielgruppe ausmachen? Also nicht die Zielgruppe, die zu dir kommt, zu euch kommt, sondern die Zielgruppe, die ausstellt? Ist die sehr, sehr breitbandig oder ist die ziemlich zugeschnitten? Wie würdest du das beurteilen? Gibt es Dinge, die besonders
stark vertreten sind, andere, die wenig da sind, auch vielleicht einen Bedarf, den du noch suchst, den du noch entwickeln willst? Also ich spüre eine starke Tendenz natürlich immer in Richtung Bauen und jetzt auch Wellness und Gesundheit. Wir haben eine ganz bunte Mischung aus allen Bereichen und es gilt auch immer, wir achten sehr auf den Branchenmix, 3 bis 4 pro Gewerk. Es soll für die Aussteller eine gute Sache sein und auch für die Besucher und für Jung und Alt. Wir haben sicherlich in den letzten Jahren auch darauf geachtet, dass wir viel Programm für junge Besucher haben. Und da, wo sich die Kinder und die Jugendlichen wohlfühlen, da gehen wahrscheinlich die Eltern auch hin. Also ich würde sagen, Altersspektrum von bis haben wir alle Besucher. Okay, Claudia, und was es im Detail dann ist, das hören wir gleich nach einer Pause. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Regio TV. Wir kommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen, weiterhin mit Claudia Gack vom Gewerbeverein. Und wir unterhalten uns über die Herbstschau in Herrenberg, und zwar über die Highlights 2018. Lass doch ein bisschen was vom Rahmenprogramm hören, das es dieses Jahr geben wird, das sich auch ein bisschen verändert hat oder verändern musste. Also Bewirtung in gewohnter Art und Weise, Speis und Trank für Leib und Seele. Wir werden den Funpark wieder haben, ein bisschen andere Variante wie im letzten Jahr. Statt dem Energietag, der wurde umgewandelt in einen Klimaaktivmarkt und da wird auf dem Funpark-Gelände sein, ein Zelt mit tollen Akteuren. Also man kann seine Glühbirne umtauschen, Aerospace Lab hat eine Brennstoffzelle, man kann mit Muskelkraft in Smoothie umwandeln, also sicher toll, ausschließlich am Samstag. Am Sonntag werden wir mit unserem tollen langjährigen Aussteller Gym24 2 Vorträge präsentieren dürfen, was uns doch auch ein bisschen stolz macht, echte Hochkaräter. Es geht einmal um Business Fitness, wie man also die Unternehmenszukunft gesund aufstellen kann. Und dann ein langes Leben, gesund. Wie schlage ich mit Ernährung und Bewegung einen gesunden Lebensweg ein, mit mehr Lebensqualität? Das wird am Sonntag stattfinden. Und ansonsten in gewohnter Art und Weise auch Spiel und Spaß und der Bauernmarkt mit einigen Marktbeschickern, wo es für die Kinder dann auch was zu gucken gibt. Apropos Kinder, ist denn der Funpark ja speziell für die Kinder ausgerichtet oder für die ganze Besucherschaft altersmäßig? Ich würde mal sagen, für die ganze Familie, natürlich vorrangig für Kinder mit Hüpfburgen und Wasserrolle. Man kann Catcar fahren und Segways. Also es gibt auch hier für alle Altersstrukturen was geboten. Okay, ein Rahmenprogramm, das ja fast aufs Volksfest abzielt. Dort kostet es keinen Eintritt, aber das Mitmachen dann eben, wie ist es in Herrenberg beim Funpark? Also bei der Herbstschau in Herrenberg gilt schon immer Eintritt frei, weil die Wiederkehrer sollen sich auch nochmal erneut gut informieren können. Und das Gleiche gilt beim Funpark, wird wohl hier und da ein kleiner Obolus erhoben. Aber ansonsten bleibt es kostenfrei. Okay, das wird weiterhin so sein, wie du sagst. Das ist vermutlich auch wichtig und sinnvoll. Wie ist es denn mit den Parkplätzen rund ums Veranstaltungsgelände? Da gibt es ja nach wie vor schon ein paar. Nicht so viel, wie wir vorgehört haben, aber durchaus welche. Die sind unterjährig, ja, glaube ich, zu bezahlen, ne? Gebührenpflichtig. Das wird an der Herbstschau vermutlich nicht anders sein, oder? Doch, bei der Herbstschau dürfen wir kostenlos parken. Da bin ich auch sehr froh drum. Okay. Die Parkplätze werden alle bleiben. Und nachdem die Aussteller schon mal beim IBM-Gelände sind und sicher auch viele Besucher, wird sich das Ganze entspannen. Und auch rundherum stehen noch einige Parkplätze zur Verfügung, die wir entsprechend ausschildern. Okay. Wie geht es dir denn von Jahr zu Jahr, was das Thema Warteschlange oder Akquise deiner Ausstellerschaft angeht? Welches von beiden ist es denn? Schön ist, dass wir viele Stammkunden haben, die jedes Jahr dabei sind. Wir haben natürlich immer wieder mal einen Wechsel, haben auch eine Warteliste. Da gibt es dann doch auch die Kriterien Branchenmix, ganz klar. Da bin ich natürlich froh, dass wir in der Situation sind und nicht aktiv nach Ausstellern suchen müssen. Ist es denn so, dass die, du hast gerade angesprochen, die meisten oder viele schon lange dabei sind? Musst du einen Wechsel herbeiführen und sagen, wir müssen den Mix immer wieder drehen und wir müssen unter Umständen auch mal jemand rausnehmen, um jemand Neues reinzukriegen? Oder ist es so traditionell aufgeräumt, dass das eigentlich nicht der Fall ist? Also nachdem wir mit unseren Ausstellern eine sehr hohe Identifikation mit der Veranstaltung haben, ist jeder bemüht, immer das Beste rauszuholen. Und da spüre ich immer wieder eine gute Stimmung, dass die Leute wirklich auch das als Schaufenster des Mittelstandes nutzen und einfach auch im Zeitalter, wo sich das Käuferverhalten immer ändert,
gut dabei zu sein, die Leute abzuholen mit Informationen und sie mit Qualität und Service zu überzeugen. Das gelingt bislang sehr gut. Super. Wie ist es denn mit der technischen Anbindung? Heute wird immer mehr über Breitbandausbau, Internetanschlüsse etc. gesprochen. Jetzt ist das ja eher eine regionale und eine beschaulichere Konstellation im Verhältnis zu der großen Messe, Landesmesse in Stuttgart. Bist du technisch da auch up-to-date in der Halle? Mittlerweile haben wir sogar WLAN-Zugang, was einige Jahre nicht der Fall war, aber seit 3 Jahren haben wir es und das wird natürlich auch intensiv genutzt. Also ich denke, da sind wir auch auf einem innovativen Weg. Okay. Wie ist denn der Blick, den du vielleicht heute schon machen kannst, ins nächste Jahr rein? Wir haben gehört, die Baustelle ist jetzt eingerichtet. Es geht jetzt groß los mit Seeländer. Das wird im nächsten Jahr ja nicht fertig sein, bestimmt nicht. Weiß man schon was, was die 45. Veranstaltung dann angeht? Nein, man weiß noch nichts. Also generell gucke ich ja immer gerne rechtzeitig über den Tellerrand hinaus. Aber hier ist es in der Tat so, dass wir nicht genau wissen, was das nächste Jahr mit sich bringt. Aber wir werden gleich nach der Herbstschau, also ab dem 16.10. blicken wir über den Tellerrand und werden uns mit der Stadtverwaltung, mit dem OB und allen zusammentun. Die Marke Treffpunkt Vielfalt soll auf jeden Fall weiter bestehen, ohne Unterbrechung. Das wird unser Ziel sein. Das ist toll, das wünschen wir auch. Lass uns doch aber vielleicht abschließend noch ganz kurz auf eine Veranstaltung draufgehen, die parallel eigentlich läuft am Sonntag, der verkaufsoffene Sonntag, auch traditionell schon an die Veranstaltung angeklingt. Tut die gut oder eher nicht? Verbindet sich beides? Wunderbar, finde ich ganz toll. Auch wieder die Identifikation mit der Stadt. Dieses Miteinander bietet für mich Synergien. Das Ganze entzerrt sich, die Leute am Platz, sich zu informieren und sie gehen in die Stadt, kommen zurück oder andersrum. Ich sehe es sehr positiv und bin dankbar dafür. Dann drücken wir für alles, was geplant ist, was du vorhast in nächster Zeit und jetzt vor allem für die nächste Veranstaltung, ganz fest die Daumen, dass alles gut klappt. Toi, toi, toi dir. Wir sehen uns bestimmt vor Ort. Sie, liebe Zuschauer, sehen wir im besten Falle schon nächste Woche wieder beim nächsten Ausgabe des Stadtgesprächs Böblingen. Einen schönen Abend.